Das hat eben ganz schön in den Ohren gezogen. Vor diesen Bildern müssen wir aufpassen. Genau deswegen. Die Teile machen nämlich Schaden. Genau, wenn du vergessen hast. So. Ein komplett weißes Bild. Wenn man genauer hinsieht, ist eine kleine Zahl in der Mitte. 9. Die müssen wir uns jetzt merken. Ich muss mal kurz gucken, welche Farbe hatte die. Okay, diese helle. Was hatten wir hier? Beware of Lips. Ah ja, das Teil. Ich sag nur Instant Tod, ne? Wow, wie unheimlich. Eine Puppe hängt von einem Seil. Plupp. Da ist eine Puppe auf dem Boden. Die Nummer der Puppe hat eine, die Kleidung der Puppe hat eine Zahl. 18, grün. Okay, 18 grün. Ich hätte es jetzt durch Stift oder so reichen auf dem Stift. So, das ist der Ruhm der Lügen. Der Ruhm, Alter. Das ist scheiß Englisch. Ich mach gleich einen Englisch-Kommentar mit draus. Okay, hier müssen wir jetzt rausfinden, wer was sagt. Ich stimme mit dem über einen. Mit dem Gelb überein. So, was sagt Gelb? Der in Weiß spricht die Wahrheit. Stehe vor der Statue, geh 2 Schritte nach Osten, dann 2 in Süden. Was ist die Antwort? Die einzige Person, die Wahrheit spricht, trägt grün. Was hat grün? Stehe direkt vor der Statue, geh 3 Schritte nach Westen, dann 1 nach Süden. Das ist die Antwort. Was sagt der hier? Stehe vor der Statue. Gehe 4 Schritte nach Osten, dann 2 nach Norden. Das ist die Antwort. Alle sagen immer, dass eine Person richtig ist. Also mindestens eine Person sagt das. Dann sollten wir doch nehmen die Person, bei der es keiner sagt. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, wie mysteriös. Eine 4. Das ist dieser lila Name. Okay, Mord, Totschlag, was geht? Oh. Lügner. Es tropft mit roter Farbe. Lügner. Man sieht, die haben jetzt alle ein Messer in der Hand. Lügner. Okay. Ja, wir verlassen die Herren, Damen, was auch immer. Und ich habe gerade ein paar FPS-Einbrüche. So. Jetzt haben wir nur die rote Rose und das. Ah, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir nämlich rechnen. 18 mal 4 war das, oder? Ne, 18 mal 9. 9 sind 90, das sind 72. Das müsste 166 ergeben. Jawohl. Ich kann rechnen. Ein Apfel. Ein Apfel auf einer Baumskulptur. Den Holzapfel erhalten. So, den brauchen wir für. Ah, leck mich, Alter. Mein Herz. Puh. So, den brauchen wir jetzt hierfür. Hungrig, gib mir Essen. Das Essen gib es mir. Den Holzapfel geben? Ja. Den Holzapfel in den Mund getan. Om nom nom nom. Das ist lecker. Lass dich passieren. Geh durch meinen Mund. Hier ist bitte eine Guillotine. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil hier jetzt nämlich eine Guillotine runterkommt. Die hat mich beim ersten Mal erwischt. Huch, da ist was lang gelaufen. Atem. Faszinierend, diese Bilder, muss ich sagen. Hier ist noch zu speichern. Ich werde ganz oft speichern, das sage ich euch. Fragezeichen Pattern. We don't know this one. Ah. Heart Wounds. Herzwunden. Die Dame in Rot. Ah, what the fuck? It's locked, ja, ganz toll. Rauchen, Fragezeichen. Du kennst das Wort nicht. Heartbeat, Herzschlag. Mysteriös. Ah, da oben ist der Schlüssel, verdammt. Okay, komm mal hierher.
Hier unten, ja, genau, nicht gegen das Schild. Gibst du mir den Schlüssel, den roten. Und wir gehen ja mal schnell durch. So. Jetzt müssen wir hier das richtige Buch finden. Wow. Moving Storybook written drawn by XXX. Carrie Careless and the Galette de Rose. The War. Keine Ahnung. Es ist ein Geschichtsbuch in Kreide gezeichnet. Lesen. Ja. Drrr, Trommelwirbel bitte. Das geht so schnell vorbei, dass ich das lesen könnte. Ich werde wahrscheinlich in dem Video noch so Dings hinzufügen. Ah, diese Geräusche sind so verstörend. Nom 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 nom. Ah, ich bin so untergeschluckt. Oh, die Münze. Ein Messer. Ja. Chirurgie für Arme. Und da war ein Ton. Eternal Blessing, ewiger Segen oder sowas in der Art. Dieses Wasser hier geht niemals leer, das heißt, wir können uns daran so oft aufhalten, wie wir benötigen. Was sehr praktisch ist, dass kein Wasser in der Art. Du und die Rose sind Fragezeichen. Kenne das Gewicht deines eigenen Lebens. Du kennst das Wort nicht. Wenn die Rose, ja, das hat man schon mal. Da sind blaue Blüten auf dem Boden. Die Dame in Blau. Da ist Blut auf dem Flurboden. It's locked. Ein Fenster. Okay, das heißt, hier können wir nicht lang. Ich speichere nochmal schnell. Oh, da liegt jemand. Hey, den kennen wir doch aus der Galerie. Fragezeichen. Ah, Kunst. Er hält etwas sanft in der... Er hält einen Schlüssel. Fertig. Nehmen. Schmalen Schlüssel nehmen. Nein, der steht jetzt nicht wieder auf. Oh, nochmal schnell speichern. Ich werde jetzt jedes Mal speichern. Nur so zur Info. So, jetzt können wir hier durch. Oh. Hallo. Ha, geh weg. Wir sind in Sicherheit. Oder doch nicht. Ist klar, Mr. Chair, du hast uns verraten. Eine Rose mit wenigen Blüten übrig. Es ist leicht, sie ist leicht verwirrt. Low Forest. So. Damit machen wir jetzt das hier. Die blaue Rose. Hat nun wieder volles Leben. Speichern. Und der steht jetzt wieder auf. Was ist das? Der Schmerz ist weg. Erschreckt. Was jetzt? Da ist nichts, was du mir noch nehmen könntest. Ich sag's dir. Mal sehen. Warte. Könnte es sein, dass du von der Galerie bist? Ah, bist du. Oh. Dank Gott oder was auch immer. Da ist endlich jemand, der ihr nimmt. Keine Ahnung. Ich sehe. Du hast auch keine Ahnung, wie die Sachen
zu diesem Punkt gekommen sind. Boah, ich hab keine Ahnung. Also die Rosen, auch mit den Rosen, Wunden, dachten auf, als meine Rose Blüten verloren hat. Unvorsichtig. Danke, dass du zurückgemacht hast. Oh, zuerst die wichtigen Dinge sehe ich. Finden wir es einen Weg heraus. Ich denke, ich werde verrückt, wenn ich länger an diesem unheimlichen Ort bleibe. Aber ich habe dich immer noch nicht nach deinem Namen gefragt. Meine Güte, das war gemein von mir, oder? Keine Ahnung. Nun, mein Name ist Gary. Und du bist Eve, sagst du. Ich kann ein Mädchen nicht alleine in so einem, so einer Gefahr alleine laufen lassen. Nein, nein. Nur ich komme mit dir, okay? Nun, los geht's. Hopp, hopp. Ja, er hat sich erschreckt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Fragezeichen Kunst. Du kennst das Wort nicht? Ah, du möchtest den Titel wissen. Es ist abstrakte Kunst. Ist das alles? Okay. Wenn das irgendwas gibt, das du nicht, was du nicht lesen kannst, ich werde es für dich lesen. Nicht über das Ding treten. Da ist eine Statue im Weg. Eine kopflose Statue. Was für ein seltsamer Platz für dieses Ding. Geh ein Stück zurück. Würdest du einen Schritt zurückgehen? Und Ruck oder sowas in der Art. Tada, jetzt können wir weiter. Okay, los geht's. Dann machen wir das nicht. Ah, hier hing ich erst eine Weile fest. Boah, okay. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Zuerst speichern wir hier mal. Jetzt wird's nämlich alles ein bisschen kompliziert. Ein Bild von Kaffee und Kuchen. Nom nom nom. Kuchen. So, dann müssen wir nicht hier. Ah nee, hier. Magst du Labyrinth? Ah, verdammt. Oh nein. Wir sind tot. Ah, verdammt. Ja, das ist erstmal Game Over. Ich wollte jetzt nur mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Ach. Das war ein bisschen dumm von mir, gleich da lang zu gehen. Aber ich kenne... ich weiß, wo wir hin müssen. Das muss reichen. Wir müssen hier vorne hin. Also nicht hier, aber... das hier brauchen wir. Kein schlechter Trick, aber selten... nicht so diese seltsamen Dinger, die rumkriechen. Da freue ich dich, dass du nicht zwischen ihnen gefangen wirst. Ah, geh weg. Untersuche direkt südlich der roten Farbe. Okay, da ist es ja nichts nicht, hier ist es auch nicht. Es ist nämlich die da oben. Hier. Das, ein Schalter an der Wand. Drücken. Ja, drücken. Da war ein Geräusch außerhalb. Lauf. Nur so zur Info, dieses Mädchen hier ist 9 Jahre alt. Ja. Oh, war die Tür hier? Ach, die brauchen wir noch gar nicht. Wir müssen jetzt hier rein. Oh Gott. Wie habe ich das letztes Mal hingekriegt? So. So, so. So, so. Da ist etwas auf dem Stuhl. Augentropfen halten. Man kann nämlich noch von der linken Seite rankommen, aber das ist ein bisschen langwieriger. So, jetzt können wir nämlich hier lang. Das sind ein paar Augen, ja. Ein, keine Ahnung, Auge guckt in deine Richtung, zurückstarren oder Augentropfen.
die Augentropfen in das Auge getan. Die, ich glaube, krank.